Seit 6 Jahren gibt es die Europäische Nacht der Forschung. Dabei eröffnen mehr als 800 Universitäten und Forschungsinstitutionen ihre Türen, um allen interessierten Besuchern einen Einblick in die aktuellen Technologien, Trends, Forschungsmethoden und Experimente zu gewähren. Besucher waren dazu eingeladen, an Spielen, Installationen und auch an Experimenten teilzunehmen und sich mit Wissenschaft und Wissenschaftlern auszutauschen. Wir haben uns angesehen, was die Fachhochschule St. Pölten ihren Besuchern geboten hat und Experimente von Studierenden und Professoren erkundet. Unter der Leitung des Wissenschaftlers Markus Gusenbauer fand das Experiment Spaghetti-Brückenbau statt, welches wir uns von ihm erklären ließen. Hier geht es eben um optimale Holzverbindungen, speziell an Kalk-Zinken-Verbindungen. Und ja, wo werden eben Holzverbindungen genutzt? Im Brückenbau, im Gebäudebau. Ja, von dieser Idee sind wir dann zu den Spaghetti gekommen und wie können wir dann da die besten Strukturen bauen. Der Weltrekord liegt übrigens bei knappen über 400 Kilo, bei einem Eigengewicht von unter einem Kilo Spaghetti. Das ist ganz gut. Werden wir heute vielleicht knapp nicht schaffen. Schauen wir mal. Das ist das Modell der Brücke. Da werden wir jetzt Gewichte langsam, begonnen mit dem Haken, langsam versuchen Gewichte zuzufügen. Und wenn die Brücke bricht, dann ist er bei. Und dann werden wir die Brücke wägen und Endergebnis ist dann die Ladung durch das Gewicht der Brücke. Den Weltrekord im Spaghetti-Brückenbauen konnten die Besucher an diesem Tag nicht schlagen. Dafür gibt es schon Überlegungen, was die Spaghetti-Brücken in der globalen Wirtschaftskrise für einen Mehrwert haben könnten. Wenn natürlich die globale Hungersnot mehr wird, dann werden wir unsere Brücken natürlich gerne zur Verfügung stellen für hungernde Menschen. Um herauszufinden, inwiefern Wissenschaft und Forschung bei den Besuchern der Researchers Night schon verankert war, haben wir manche um eine Erklärung von typischen wissenschaftlichen Begriffen gebeten. Was ist Falsifizierung? Falsifizierung. Falsifizieren. Ich hab das schon mal irgendwo gehört, aber... Nein, mit dem Wort fange ich auch nichts an. Nein. Geht nicht. Falsifizieren. Noch einmal was? Falsifizieren. Sehr urschwierige Fragen. Falsifizieren ist das Widerlegen einer These oder einer Behauptung durch ein Gegenbeispiel oder durch irgendeine andere Art von Beweis. Als einer der wichtigsten Vertreter der Medienwissenschaften kam der Erfinder der MP3, Professor Karl-Heinz Brandenburg, zu einem Gastvortrag an die Fachhochschule. Die MP3 ist ein weltweiter Standard für die Verbreitung und Nutzung von Musik geworden und hat auch das Nutzerverhalten stark verändert. Professor Brandenburg erklärte uns, wie aufwendig seine Arbeit war und woran er gerade forscht. Also von dem, dass ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni angefangen habe, bis zur Verabschiedung des Standards waren es tatsächlich 10 Jahre, richtig? Ja. Wobei es am Anfang sehr langsam losging. Die intensive Phase, wo dann wirklich direkte Vorgängerverfahren da waren und wir dann im Rahmen des DAB-Projekts auch bei Fraunhofer als Team dran gearbeitet haben, die war deutlich kürzer, aber auch noch 5 Jahre lang. Und sind Sie Mitglied der Piratenpartei? Nein, bin ich nicht. Die Piratenpartei hat zwar Dinge, die mir sehr sympathisch sind, aber vertritt auch Ideen, wo ich sage, nee, Leute, träumt weiter. Allein so geht die Welt auch nicht gut. Und vor allem ihre Haltung zu Patenten, die gefällt mir gar nicht. Die verkennt eigentlich, was für gute Wirkung Patente gehabt haben und auch heute haben, um Forschungen schneller der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wird immer wieder vergessen. Es wird so getan, als seien Patente dazu da, um Dinge zu verhindern, aber vom ursprünglichen Ansatz her und wie es in vielen Fällen wirkt, ist es genau andersrum. Sie halten ja auch sehr viele Patente. Sind Sie eigentlich Millionär? Wenn man so zusammenrechnet, was im Laufe der Zeit reingekommen ist, muss ich glaube ich sagen, ja. Und Sie haben es vorher auch angesprochen kurz, Sie arbeiten gerade an der Wellenfeldsynthese. Und an 3D-Sound, können Sie mir vielleicht kurz erklären, was man sich darunter vorstellt? Also das Ganze ist ein Versuch, physikalisch wirklich die Schallwellenfronten in dem ganzen Raum zu rekonstruieren.
gibt es also schöne mathematische Formeln dazu, dann viele Vereinfachungen und das Schöne ist, es funktioniert trotzdem. Mit einer Zahl an Lautsprechern um einen Raum, die alle einzeln angesteuert werden, wird also das Schallfeld so rekonstruiert, dass ich wirklich das Gefühl habe, zum Beispiel im Dschungel zu sein und da brüllt der Löwe und da fliegen die Vögel und jetzt kommt's Gewitter und so weiter. Also ich habe eine viel bessere Illusion von Klang. Das Ganze geht natürlich für Musik genauso gut und ermöglicht mir also einen Musikgenuss, der auch wieder viel besser ist als alles, was mit älteren Technologien möglich war. Aber man muss es hören, das kann man schlecht beschreiben. Den Klang von 3D-Sound können wir leider nicht fachgerecht vorführen. Einer der Höhepunkte des Abends war jedoch die Medienoper des Filmemachers Frederick Baker und des Komponisten Hannes Raffers-Eder. Baker erklärt, worum es in der Medienoper geht. Mein Medienoper Pitotti, Echoes of the Echoes, wird getanzt, wird live Musik gespielt, wird gesungen, da wird vorgetragen und ja, da wird Bild geschaut. Und es ist ein Erlebnis, es ist eine Möglichkeit, in eine andere Welt hineinzukippen, in diese Welt der steinernen Puppen, die Pitotti, so heißt es im Dialektwort. Und es ist eine Möglichkeit zu sehen, wie Forschungsergebnisse anders dargestellt werden können. Das heißt, Forschungsergebnisse sind oft etwas, was man als Essay oder Paper oder sowas dann schreibt. Das ist recht trocken und akademisch. Und hier haben wir genau die Forschungsinhalte, die wir als Paper geben könnten, aber als Tanz, als Film, als Musik und so weiter und so fort. Und das mache ich natürlich als Teil von einem Team. Der Hannes Raffers-Eder hat die Musik gemacht. Es werden hier 4100 Jahre alte Felsbilder aus dem Val Camonica in Norditalien erforscht, digitalisiert, archiviert, aufbearbeitet mit neuesten Methoden. Es entsteht hier unter anderem ein sehr großes Archiv eben mit diesen Bildern und wir verarbeiten das Material eben in einen künstlerischen Bericht Medienoper deshalb, weil die Oper sozusagen ja die quasi älteste Form audiovisueller Kunst darstellt und wir uns dort immer wieder auch Anleihen nehmen. Die holländische Designerin Anouk Wieprecht hat zusammen mit den beiden Masterstudierenden des Studiengangs Digitale Medien, Christian Munk und Daniel Werndl, für diese Medienoper Wearables entworfen. Wearables sind Kleidungsstücke, die mit spezieller Technik ausgestattet Informationen übertragen können. Sie erklärt uns, worum es bei ihrem Forschungsprojekt geht. I think the world is going more towards a more sensitive world. Smart textiles are going to be like more popular, and yeah, I think overall this I must say this is more a performative piece. What we did here, so it's not really is something that is integrated, but I think yeah, people are already doing much things with lightning and lightning and clothing, things that react, like sensitive things or sensors are going to be important, and yeah, those things are really good combinable with The team was Daniel, Christian and Jacob and Frederick, and it all went really well. We saw each other, we did things like working bees, and then we did our own thing, like going on, yeah, focusing on our own project, and yeah, it went really well. I really liked it. Über diesen Handschuh werden dann eben die Dresses eben über Wireless kontrolliert, angesteuert, manipuliert. Wir haben zwei davon. Ein Handschuh kontrolliert die anderen Dresses und der zweite Handschuh wird dann die Visuals auf der Bühne kontrollieren. Dass man so durch die Art und Weise der Präsentation neuem Publikum auch schmackhaft macht. Also Leuten, die was sonst nicht zu so einem Event in DFH freiwillig schauen, die kommen dann einfach auch, weil sie durch Sachen angesprochen sind, die was jetzt nicht unmittelbar was mit Wissenschaft zu tun haben. Ja. Oder Leute, die was jetzt nur auf die Party gehen wollen, sehen dann auch, dass es da ein riesen anderes Angebot gibt und amüsieren sie damit.
Die lange Nacht der Forschung an der Fachhochschule St. Pölten war ein großer Erfolg. Sogar weltbewegende Fragen konnten schlussendlich geklärt werden. Was ist die Antwort auf das Universum, das Leben und der Rest? 42 oder 42? 42. 42.